Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 37 und es wird um das eindimensionale Riemann-Integral gehen. Unsere Ziele in diesem Kapitel sind zum einen hinreichende Kriterien für die Riemann-Integrierbarkeit kennenzulernen. Wir werden dann uns mit dem Begriff beschäftigen, den Sie aus der Schule kennen, nämlich den Begriff der Stammfunktion und dann den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung formulieren. Das ist ein zentraler Satz in diesem Lernvideo. Dann werden wir in diesem Kapitel uns mit Methoden zur Berechnung des Integrals auseinandersetzen, nämlich partielle Integration und Substitutionsformel. Das kommt im nächsten Lernvideo dran und dann im übernächsten Lernvideo werden wir ganz kurz uns nochmal rektifizierbare Kurven ansehen und feststellen, dass wir C1-Kurven bzw. die Länge einer C1-Kurve mit Hilfe eines Integrals ausrechnen können und ganz zuletzt schauen wir uns dann das uneigentliche Riemann-Integral an. Ja, warum ist die eindimensionale Integrationstheorie so wichtig? Nun, wir haben gesehen, dass man mit dem Fubini die mehrdimensionale Integration immer auf die eindimensionale zurückführen kann und deshalb werden wir uns hier damit beschäftigen, wie wir feststellen können, wann eine Funktion in einer Dimension integrierbar ist und mit welchen Tricks man das Integral ausrechnen kann. Wir werden uns Funktionen hier anschauen, die auf einem kompakten reellen Intervall definiert sind. Ein Intervall AB, das abgeschlossene Intervall AB. Und hier sind AB immer reelle Zahlen und A ist immer kleiner als B in diesem Kapitel, außer wir sagen explizit was anderes dazu. Und wenn wir jetzt eine Riemann-integrierbare Funktion haben auf so einem kompakten Intervall, dann hatten wir ja hier diesen Integralausdruck schon definiert im mehrdimensionalen Integrationskapitel. Und wir führen jetzt eine neue Notation ein, die eben geläufig ist. Man schreibt, das Integral von a nach b über f ist eben auf diese Art und Weise definiert. Hier ist a die kleinere Intervallgrenze als b. Und dann ist es Konvention, dass man, wenn man die Integralgrenzen vertauscht, sodass die untere Integralgrenze kleiner ist als die obere, dass man dann diesen Ausdruck dadurch definiert, dass man sagt, das ist einfach das Negative vom Integral über das abgeschlossene Intervall AB. Okay, das ist die Notation, die wir hier verwenden. Die Bedeutung und die Definition ist aber diese hier. Ja, wir möchten uns zunächst daran erinnern, wie wir denn die Riemann-Integrierbarkeit und das Riemann-Integral für Funktionen f auf einem kompakten Intervall definiert haben. Und wie sind wir da vorgegangen? Nun, wir haben das so gemacht, dass wir unser f fortgesetzt haben. Das ist die Fortsetzung, ist hier mit f Stern bezeichnet. Und zwar haben wir f Stern so definiert, dass f Stern von x gerade fx ist, wenn x in dem Intervall ab ist und 0 sonst. Und in anderen Worten, um das an einem Bild zu erklären, wenn wir ein Koordinatensystem aufmalen und hier unser abgeschlossenes Intervall AB ist und das rote hier der Funktionsgraph von f ist, dann haben wir die Funktion fortgesetzt durch 0 auf die ganze reelle Zahlenachse. So, das grüne ist der Funktionsgraph von f Stern. Ja, und dann haben wir uns das Ober- und Unterintegral von f Stern angesehen und gesagt, wenn die beiden Integrale übereinstimmen, ist f Stern Riemann integrierbar und dann ist auch f Riemann integrierbar. So, das Oberintegral war jetzt dadurch definiert, dass man sich Treppenfunktionen angesehen hat, die überhalb von f liegen. Und dann hat man das Infimum der Integrale solcher Treppenfunktionen sich angesehen. Okay, was ist eine Treppenfunktion, die überhalb von f liegt? Ein Beispiel wäre eine, die hier 0 ist und dann springt die vielleicht hier hoch. Dann liegt sie überhalb von f Stern, dann springt sie vielleicht hier hin, vielleicht hier runter, liegt aber überhalb von f Stern und springt dann vielleicht hier hin und dann wieder auf die 0. Und von dieser Treppenfunktion hat man das Integral gebildet und weil das Integral monoton ist und wir an dem Infimum der Integrale interessiert sind, können wir den Ausdruck optimieren, wenn wir die Werte von Stufen der Treppenfunktion außerhalb des Intervalls einfach auf die Nullachse schieben.
Das ist möglich, dann sind sie immer noch größer gleich als f Stern. Und aufgrund der Monotonie machen wir dadurch das Integral nur kleiner. So, ich schiebe das alles mal auf die Nullachse. So, und dann sieht man durch das Argument, dass man nur noch Treppenfunktionen ansehen muss, die einen Träger haben, also von 0 verschieden sind, innerhalb dieses Intervalls AB. Okay, hier am Rand muss man eigentlich ein bisschen aufpassen, aber diese technische Sache können wir mal ausblenden. Also wir können uns mit diesem Argument auf Treppenfunktionen zurückziehen, die einen Träger nur in dem Intervall AB haben. Wenn wir das Oberintegral anschauen und beim Unterintegral geht es genauso, da schiebt man einfach dann die Stufen von unten gegen die x-Achse. Das ist also die erste Beobachtung. Wenn wir uns dafür interessieren, wann eine Funktion f die Träger in einem kompakten Intervall hat und uns die Frage stellen, wann diese integrierbar ist, dann reicht es aus, dass man sich auf Treppenfunktionen zurückzieht, die Träger in dem Intervall haben. Ja, ich möchte noch eine zweite Beobachtung erklären, bevor wir dann zu dem Lemma kommen. Und dazu male ich das Koordinatensystem noch ein bisschen größer auf. Wir haben hier unser Intervall AB und unseren Funktionsgraphen von f. So, jetzt ist ja eine Treppenfunktion eine Linearkombination von Indikatorfunktionen von Quadern. Und so ein Quader hat in einer Dimension immer die Form eines halboffenen Intervalls mit Intervallgrenzen, gegeben durch reelle Zahlen. Und wenn man jetzt eben so eine Linearkombination hat und damit eine Treppenfunktion, dann stellt man fest, ja, die kann man auch ein bisschen anders darstellen. Und zwar kann man sich alle Intervallgrenzen dieser involvierten Quader mal hier in das halboffene Intervall hier eintragen. Und wenn man dann noch a und b dazu nimmt und das alles durchnummeriert von T0, T1 bis Tn, dann erhält man eine Zerlegung des Intervalls. Und mit Zerlegung ist genau das gemeint, was wir im Kapitel über rektifizierbare Kurven angeführt haben. Man erhält also eine Zerlegung des Intervalls und man stellt dann fest, dass eine Treppenfunktion gerade eine Funktion ist, die auf jeden dieser halboffenen Intervalle, die bei dieser Zerlegung entstehen, eben konstant ist. Ne? Kann man hier so eine Treppenfunktion einmalen. Die hat vielleicht hier den Wert auf diesem ersten Intervall, dann springt sie hoch auf das nächste Intervall, dann nimmt sie diesen Wert an, springt vielleicht hier runter und könnte so aussehen. Ja, und ich möchte jetzt zwei spezielle Treppenfunktionen mal hinschreiben. Die erste Treppenfunktion bezeichne ich mit g oben Strich z und das ist Treppenfunktion, die eben auf diesen Intervallen tk-1, tk jeweils konstant ist. Und der Koeffizient für diesen Indikatorfunktion ist, wählen wir jetzt als Supremum von f auf diesem Intervall. Das soll hier stehen. Also man kann es vielleicht nicht lesen, aber was gemeint ist, ist also die Treppenfunktion, die sich, wenn sie in dem Intervall ausgewertet wird, einfach das Supremum der Funktion f auf dem Intervall hernimmt. Das sieht dann ungefähr so aus. Vielleicht so nicht. So. Das wäre also der Funktionsgraph dieser Treppenfunktion und das könnte ich mal löschen. Und diese Treppenfunktion, die man so definiert hat, ist die kleinste Treppenfunktion, die man mit Hilfe die zu dieser Zerlegung passt und die oberhalb von f liegt. Und genauso kann ich eine Treppenfunktion g unten Strich z definieren, bei der man einfach das Supremum ersetzt durch ein Infimum und der Rest ist gleich. Und ich kann das auch hier einzeichnen, das wäre dann diese Funktion.
Und das wäre die größte Treppenfunktion, die zur Zerlegung Z gehört und unterhalb von F liegt. Wenn ich jetzt mir, für die Treppenfunktion das Integral hinschreibe, dann kommt folgender Ausdruck raus. Ich schreibe das mal hier oben hin, weil es da Platz hat. Das Integral von g oben quer z ist gerade die Summe k gleich 1 bis n. Jetzt kommt das Supremum von f über dieses halboffene Intervall tk minus 1 tk. Und jetzt kommt einfach die Intervalllänge. Das ist tk minus tk minus 1. Und das Integral der Treppenfunktion g unten quer ist genau das gleiche. Ich tue nur das Supremum durch ein Infimum ersetzen. Und wenn ich dann die Differenz bilde zwischen dieser und dieser Treppenfunktion, dann kommt genau dieser Ausdruck raus, den man hier sieht. Das ist also die Differenz der Integrale der Treppenfunktion rot und grün. Und rot war die größte Treppenfunktion oberhalb, die kleinste Treppenfunktion größer als f. Und grün war die größte Treppenfunktion unterhalb f. Das heißt, was hier steht, ist sozusagen das Minimum der Differenz von Treppenfunktionen, die die Zerlegung z kompatibel sind mit der Zerlegung z und unser f umschließen. Okay, und jetzt kann ich mal diesen Satz erklären, dieses Lemma erklären, das dort steht. Dazu kann ich das alles jetzt mal löschen. Und dieses Lemma sagt jetzt nun Folgendes. Das Lemma sagt, dass eine Funktion f auf einem abgeschlossenen Intervall genau dann Riemann integrierbar ist, wenn die Bedingung b gilt. Und die Bedingung b sagt, für jedes kleines Epsilon finden wir eine Zerlegung, sodass diese Differenz dieser Treppenfunktion, die ich gerade erklärt habe und die unser f umschließen und die optimalen Treppenfunktionen sind, die das f umschließen, und mit z kompatibel sind, falls diese Differenz kleiner als epsilon ist. Und weil diese Differenz ja nichts anderes war als die Differenz von des Integrals von diesen beiden Treppenfunktionen, da sieht man, dass das, was dort steht, nichts anderes ist als eine Umformulierung des Riemannschen Integrierbarkeitskriteriums in dieser speziellen Situation. Von daher ist klar, dass a und b äquivalent sind. Das ist also der erste Punkt des Lemmas. Und diese Bedingung B, die kann man jetzt sehr einfach, vielleicht einfacher nachprüfen oder direkter nachprüfen als die erste Bedingung, die ja mit der Fortsetzung definiert war und dann mit Quadern und Treppenfunktionen, die zunächst mal einen Träger haben können, auch außerhalb von AB. Gut, und die zweite Aussage in diesem Lemma ist diese hier. Hier schaut man sich ein f an, das eben Riemann integrierbar ist und sagt dann Folgendes. Ich mal da auch wieder erstmal ein Bild hin. Vielleicht nicht. Hier hat man eine Riemann integrierbare Funktion f auf einem Intervall ab. Und die Aussage ist folgende. Die Aussage ist, für jedes Epsilon kann man eine Zerlegung z finden. Und eine Treppenfunktion, die man dadurch gewinnt, dass man die Treppenfunktion so festlegt, dass sie auf diesen Intervallen konstant ist, aber gerade einen Funktionswert hat von f auf diesen Intervallen. Zum Beispiel könnte ich mir hier so eine Zwischenstelle Xi1 wählen und hier eine andere Zwischenstelle Xi2, dann hat man diesen Funktionswert. Und so fort. Und man kann dann eine Treppenfunktion konstruieren, die auf diesen Intervallen hier konstant ist und gerade durch die Funktionswerte an diesen Zwischenstellen gegeben ist. Und wenn man das Riemann oder das Integral für diese Treppenfunktion sich ansieht, dann kriegt man gerade diese Summe hier raus. Hier hat man die Länge der Intervalle und hier die Funktionswerte an den Zwischenstellen. Und die Aussage ist also nun folgende, für jedes Epsilon finden wir eine Zerlegung,
sodass, egal wie wir die Zwischenstellen wählen in diesen Intervallen, die Differenz des Riemann-Integrals von f zu dieser, zu dem Integral dieser gerade erklärten Treppenfunktion, diese Differenz ist kleiner als Epsilon. Und das ist ganz praktisch, wenn man schon weiß, dass man Riemann integrierbar ist, dann kann man durch geeignete Wahl von Zwischenstellen häufig dann auf diese Art und Weise einfach das Integral approximieren. Und was noch dazu kommt, ist noch der Zusatz, dass wir die Feinheit von der Zerlegung z beliebig klein wählen können. Es wird nicht so, also man kann es nicht beliebig grob wählen. Wenn es zu grob ist, dann kann man das Integral nicht approximieren, aber wir können es so fein wählen, wie wir wollen. Und dieser Satz, diese Aussage gilt dann immer noch. Okay. Ja, diese Summen, die in diesem Lemma vorkamen, die so aufgebaut sind, dass man eine Zerlegung hat. Und dass man Zwischenstellen hat in den Intervallen der Zerlegung und dann sich diese Summen hier ansieht mit der Intervalllänge und dem Funktionswert an Zwischenstellen. So eine Summe nennt man eine Riemann-Summe. Und die ursprüngliche Definition der Riemann-Integrierbarkeit, die Riemann eingeführt hat, war, dass jede Folge von Riemann-Summen zu Zerlegungen, die eine Feinheit haben, die gegen 0 geht, konvergiert gegen den gleichen Grenzwert. Das war die ursprüngliche Definition. Und diese ist äquivalent zu dem Begriff, den wir angeführt haben, der eben auf Dabou beruht. Okay, schauen wir uns den Beweis unseres Lemmas an. Und das erste habe ich ja schon erklärt, die Äquivalenz von A und B, die sollte verständlich sein. Und das kann man eben durch das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium nachprüfen, indem man das geeignet umschreibt. Wir wollen uns nur jetzt auf den zweiten Teil beziehen, wo wir diese Abschätzung beweisen sollten. Das heißt, wir müssen eine Zerlegung finden, sodass diese Behauptung hier immer richtig ist. Und dazu können wir zunächst mal wieder zurückgehen und den Teil B benutzen. Für ein Epsilon wählen wir zunächst mal eine Zerlegung, sodass diese Aussage hier richtig ist. Und dann wählen wir uns beliebige Zwischenstellen. Die müssen wir nicht wählen, die sind dann eben gegeben. Und wir bilden jetzt drei Treppenfunktionen. Einmal diese Treppenfunktion g unten quer, g oben quer und dann g. Und dieses g unten quer ist jene Treppenfunktion, die eben mit dem Infimum von f definiert war, die hatten wir vorhin diskutiert. G oben quer ist jene Treppenfunktion, die mit dem Supremum definiert war. Die hatten wir auch diskutiert. Wir hatten diese hier mit g unten quer z benannt und die mit g oben quer z. Und g ist die Treppenfunktion, die wir gerade uns angesehen hatten. Die ist eine, wo der Funktionswert der Treppenfunktion durch die Wahl der Zwischenstelle vorgegeben wurde. Um das nochmal hier ein bisschen anzumalen. Mal mit einer ganz einfachen Partitionierung, dann haben wir hier unser g quer, oben quer, das wäre unser g unten quer und unser g mit den Zwischenstellen könnte zum Beispiel, wenn das die Zwischenstelle wäre, so aussehen. Und dann beobachtet man, und es ist auch klar nach der Konstruktion mit dem Infimum und dem Supremum, dass natürlich f xi k immer zwischen dem Supremum und dem Infimum liegen muss. Wir beobachten also dann, dass wir diese Anordnung haben, dieser drei Treppenfunktionen. Und außerdem wissen wir auch nach Konstruktion, dass auch f eingezwängt ist zwischen g unten quer und g oben quer. Und weil die Integrale alle monoton sind, bekommen wir dann diese Abschätzung für die Integrale. Und das können wir jetzt voneinander abziehen, die Abschätzung, und erhalten dann, dass die Differenz von f zu g nach oben abgeschätzt werden kann durch g oben quer minus g unten quer und nach unten durch g unten quer minus g oben quer. Und die Zerlegung z war gemäß b aber so gewählt, dass diese beiden Integrale kleiner als Epsilon sind, beziehungsweise größer als minus Epsilon. Und das bedeutet, dass der Betrag von dem, was dazwischen steht, kleiner ist als Epsilon.
Und das, was hier steht, ist aber jetzt nichts anderes als dieser Ausdruck hier. Hier sollte ich vielleicht statt F lieber F Stern schreiben, das ist die Fortsetzung. Und daraus bekommen wir also dann unsere Behauptung. Ja, jetzt kommt ein wichtiges Kriterium, wie man in einfachen Fällen schnell feststellen kann, ob eine Funktion Riemann integrierbar ist. Und das Erste, worauf man schauen sollte, ist die Funktion auf dem kompakten Intervall denn stetig? Denn wenn sie stetig ist, dann ist sie Riemann integrierbar auf dem Intervall. Und das zweite Kriterium ist f monoton, wachsend oder fallend? Und wenn das der Fall ist, ist f auch Riemann integrierbar? Okay, das wollen wir nachprüfen. Ja, und dieser erste Punkt, das mit der Stetigkeit, das hatten wir im Mehrdimensionalen in einer leicht anderen Form schon nachgeprüft. Und den Beweis lassen wir hier deshalb weg, weil der genauso geht wie das, was wir im Mehrdimensionalen schon diskutiert hatten. Und wir möchten uns hier nur auf die zweite Aussage konzentrieren, dass aus f monoton die Riemann-Integrierbarkeit von f folgt. Dazu stellt man zunächst mal fest im Beweis, dass f ja wegen der Monotonie zwischen fa und fb liegt und damit ist f beschränkt. Jetzt wählt man sich eine Zerlegung des Intervalls und wir nehmen eine äquidistante Zerlegung, das heißt, die Zwischenstellen haben alle den gleichen Abstand. Und wenn wir demnach uns eine Zerlegung wählen mit n, mit n plus 1 Zwischenstellen, also T0 bis Tn, dann haben die benachbarten Zwischenstellen immer den Abstand b minus a über n. Okay, und jetzt werden wir bezüglich dieser Zerlegung also wir werden diese Zerlegung verwenden und unser Ziel ist, dieses Riemannsche Integrierbarkeitskriterium in der Form des Lemmas, das wir gerade diskutiert haben, das ist der B-Teil des Lemmas, nachzuweisen. Und dort musste man diesen Ausdruck abschätzen, nämlich die Differenz dieser beiden Integrale der Treppenfunktion, die von oben und von unten optimal das f bezüglich der Zerlegung z umschließen. Okay, wir schauen uns das also an. Und weil f monoton ist, wissen wir, dass das Supremum von f auf so einem Intervall gerade der Funktionswert an der rechten Intervallgrenze ist. Deshalb ist es dieses Supremum hier gerade f an der Stelle tk. Und wir wissen, dass das Infimum von f gerade durch die linke Intervallgrenze gegeben ist. Deshalb ist dieses Infimum f von tk minus 1. Und so vereinfacht sich dann diese Differenz zu dieser Differenz hier. Und die Intervalllängen sind alle gleich, und zwar b minus a über n. Das heißt, wir können diese Konstante oder diese Zahl hier, die nicht mehr von dem Index, über den wir summieren, abhängig ist, aus der Summe rausziehen. Und wir könnten jetzt hier eine Klammer setzen, die hier anfängt, hier aufhört und hier anfängt. Und wenn wir jetzt nur diese Summe uns hier ansehen, dann sehen wir, dass das eine Summe ist, die diese Teleskopsummenstruktur hat. Und was übrig bleibt, ist also f von Tn, also f von b, minus f von T0, also f von a. Und das haben wir jetzt einfach abgeschrieben. Und das ist das, was eben durch Vereinfachung dieses Ausdrucks entsteht. Und hier können wir jetzt das n beliebig groß wählen. Und wenn wir n beliebig groß wählen, kann dieser Ausdruck hier beliebig klein wählen. Das heißt, für jedes Epsilon finden wir dann ein großes n, sodass diese Differenz hier kleiner ist als Epsilon. Und damit haben wir eben dieses Kriterium aus Lemma 420 b nachgewiesen. Und es folgt die Riemann-Integrierbarkeit der Funktion. Ja, bei dem nächsten Lemma geht es darum, dass man den Integrationsbereich aufteilt. Schauen uns eine Funktion auf dem kompakten Intervall AB an und eine Zwischenstelle C. Also das ist die Situation, kompaktes Intervall AB und irgendwo dazwischen liegt ein C. Und dann werden wir zwei Aussagen herleiten. Die erste Aussage ist, dass diese Funktion f
Also falls diese Funktion f Riemann integrierbar ist auf dem ganzen Intervall, dann sind auch die Restriktionen auf die beiden Teilintervalle Riemann integrierbar. Also Restriktion hier drauf und die Restriktion auf diesen Teil. Diese beiden Restriktionen sind dann Riemann integrierbar auf dem Intervall AC bzw. CB. Das ist die eine Richtung und es gilt auch die Rückrichtung, nämlich das ist hier beim Teil B. Wenn die Restriktion von f auf dem ersten Teilintervall Riemann integrierbar ist und auch die Restriktion auf das zweite Teilintervall Riemann integrierbar ist, dann ist die Funktion f auf dem gesamten Intervall Riemann integrierbar. Und wir können das Integral über das gesamte Intervall berechnen als die Summe der Integrale auf den Teilintervallen. Ja, und das ist so geometrisch, ist es ja auch ganz offensichtlich, denn wenn wir können ja das Integral von nicht negative Funktionen als den Flächeninhalt des Epigraphen verstehen und dann ist es schon klar, dass eben der Epigraph gerade die Vereinigung ist der Epigraphen auf den Teil der Funktion auf den Teilintervallen und dann muss der Flächeninhalt eben die Summe sein. Und das kann man ganz einfach beweisen, indem man das Lemma 420 verwendet mit der Approximation des Riemann-Integrals durch die Riemann-Summen, indem man einfach Riemann-Summen betrachtet, die nur Zwischenstellen hier in dem Bereich AC bzw. CB haben und dann durch Vereinigung kriegt man dann eine Riemann-Summe für die gesamte Funktion beispielsweise. Okay, den Beweis schenken wir uns auch, den können Sie selber rekonstruieren. Ein weiteres Lemma ist folgendes, das ist die Abgeschlossenheit der Riemann-integrierbaren Funktion bezüglich der Produktbildung. Das heißt, wenn Sie zwei Riemann-integrierbare Funktionen fg haben, ist auch das Produkt Riemann-integrierbar. Wir haben das schon für die Treppenfunktion gesehen und das gilt eben auch für Riemann-integrierbare Funktionen. Und das zweite ist, dass so eine Komposition einer Riemann-integrierbaren Funktion mit einer stetigen Funktion, die ist auch wieder Riemann-integrierbar. Und insbesondere sieht man, dass eben so ein Ausdruck wie beispielsweise der Betrag von Phi hoch p eine Riemann-integrierbare, ja, das nicht, sondern Betrag von f hoch p für p größer gleich 1, klein und endlich, dass diese komponierte Funktion wieder Riemann integrierbar ist. Und das ist wichtig, weil man sich sehr oft in der Mathematik dann mit Integralen von dieser Form beschäftigen wird. Denn wenn man hier noch die p-Norm nimmt, dann kriegt man das, was man die LP-Norm von f bezeichnet. Und das ist die Verallgemeinerung der Klein-LP-Norm auf Funktion. Und daher ist es wichtig, einfach zu wissen, dass so eine Komposition mit einer stetigen Funktion eben die Riemann-Integrierbarkeit erhält. Und die zwei Aussagen werden wir nicht hier beweisen, sondern im nächsten Kapitel, gleich im mehrdimensionalen Fall. Ja, jetzt kommen wir zu was Sie aus der Schule kennen, nämlich den Begriff der Stammfunktion und des unbestimmten Integrals. Und jetzt in der Analysisvorlesung führt man den Begriff der Stammfunktion wie folgt an. Man schaut sich eine Funktion f an auf einem Intervall i. Das kann ein offenes, ein halboffenes, ein unbeschränktes oder auch ein kompaktes Intervall sein. Der Begriff der Stammfunktion ist für all diese Intervalle definiert. Und wir nennen dann eine Funktion groß f, eine Stammfunktion von klein f, wenn f differenzierbar ist in i und die Ableitung von f groß f gerade klein f ist, dann heißt einfach groß f die Stammfunktion von f. Auf Englisch heißt es also Antiderivative. Und was wir nie verwenden werden, ist etwa so ein Begriff wie Aufleitung. Das ist eine Stammfunktion. Sie werden Aufleitung in keinem Mathematikbuch finden. Aber in gewisser Weise ist es natürlich, wenn man so will, das Gegenteilige des Ableitens in einem gewissen Sinne. Und das werden wir auch gleich sehen, in welchem Sinn. So, jede Funktion f
ist eine Stammfunktion von klein f, wenn eben dieses hier gilt. Und wir werden auch sehen, dass es nicht nur eine Stammfunktion gibt, sondern immer unendlich viele. Und daher gibt es eine Menge aller Stammfunktionen und diese Menge nennt man das unbestimmte Integral von f. Also ein unbestimmtes Integral von f ist eine Menge von Stammfunktionen von f. Oder ist die Menge der Stammfunktionen von f. Und die Abkürzung ist diese hier. Man schreibt einfach dieses Integralzeichen, ohne dass man das Gebiet angibt und dann f. Ja, und eine Bemerkung, eine sehr einfache ist, dass wenn wir eine Stammfunktion haben und zu der Stammfunktion eine Konstante addieren, dann ist diese neu gebildete Funktion differenzierbar, wenn f differenzierbar ist. Und wenn wir die Ableitung davon nehmen, dann ist die Ableitung die Summe der Ableitung von f und die Ableitung der Konstanten c. Aber die Ableitung der Konstanten c ist 0. Das heißt, die Ableitung von f plus c ist gerade die Ableitung von f. Und das war ja klein f. Und damit ist auch f plus c eine Stammfunktion von f. Und man kann noch zeigen, auf einem Intervall ist es so, und wir haben das nur auf Intervallen eingeführt, dass wenn f, g Stammfunktionen der Funktion f sind, dann ist die Differenz eine Konstante. Das heißt, wenn man jetzt sich das unbestimmte Integral aufschreiben möchte, dann muss man nur eine Stammfunktion finden und dann zu der Stammfunktion eine beliebige Konstante dazu addieren und die Menge der Funktion, die man dann bekommt, ist dann die Menge der Stammfunktion, wenn wir auf Intervallen arbeiten. Ja, hier sehen Sie eine Tabelle mit Beispielen für Stammfunktionen, etwa x hoch Alpha für Alpha ungleich minus 1. Da ist ein Repräsentant des unbestimmten Integrals hier durchgegeben und Sie können das nachprüfen, indem Sie einfach scharf hinschauen und feststellen, ah, das, was dort steht, ist, wenn wir jetzt das Intervall, die nicht negativen Zahlen nehmen, ist etwas, was differenzierbar ist und die Ableitung hiervon ist gerade x hoch Alpha, also ist das eine Stammfunktion hierzu. Dann auch auf den nicht negativen Zahlen ist der Logarithmus die Stammfunktion von 1 durch x. Das ist also der Fall, wenn Alpha minus 1 ist hier. Und ja, das rechnet man, prüft man auch nach, indem man die Stammfunktion differenziert. E-Funktion ist die Stammfunktion der E-Funktion. Eine Stammfunktion vom Kosinus ist der Sinus und so weiter. Das können Sie hier alles nachprüfen mit den Rechenregeln des Differenzierens, die Sie schon kennen. Und das ist ganz nützlich, wenn man sich das einfach merkt. Warum? Weil man mit der Stammfunktion jetzt Integrale einfach berechnen kann. Und das kennen Sie auch schon aus der Schule. Und das ist der Inhalt des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Okay, gehen wir durch den Satz mal durch. Der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die Situation, dass man eine Funktion hat, die Riemann integrierbar ist und eine Stammfunktion besitzt. Und wenn man das dann hat, dann kann man das Integral von f ausrechnen, indem man diese Differenz der Stammfunktion an den Endpunkten des Intervalls, über das man integriert, eben bildet. Und weil diese Differenz fb minus fa oft vorkommt, führen wir hierfür diese Kurzschrift ein. Eckige Klammern, unten a, oben b, soll bedeuten fb minus fa. Es gibt auch eine andere Kurzschrift, das ist, dass man einfach so einen Strich macht und dann unten a, oben b hinschreibt. Ich finde diese hier besser, weil dann, wenn man hier ein Produkt drin hat, dann ist es eindeutig, was man meint. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sowas schreiben, ist hier nicht klar, ob Sie g mal fb minus fa verstehen möchten oder gb fb minus ga gb fb. Und mit der Notation ist das ein bisschen klar. Okay, das ist der erste Punkt. Also Sie können Integrale ausrechnen, wenn Sie die Stammfunktion kennen, indem Sie Differenzen der Stammfunktion bilden. Und hier sehen Sie auch, dass die Stammfunktion ja nur bis auf eine Konstante definiert war. Dadurch, dass Sie hier diese Differenz bilden, entfällt die Konstante und dieser Ausdruck ist unabhängig von der Konstanten, die Sie vielleicht auf die Stammfunktion drauf addieren. Das heißt, diese Differenz ist immer unabhängig vom Repräsentanten des unbestimmten Integrals. Der zweite Punkt ist ein anderer.
Hier steht im Wesentlichen, dass jede stetige Funktion eine Stammfunktion besitzt. Also i ist ein Intervall. Dann schauen wir uns eine stetige Funktion auf einem Intervall an. Wir fixieren einen Punkt, einen beliebigen Punkt, der wird am Schluss, wenn wir den ändern, uns nur eine Konstante liefern. Und dann definieren wir uns die Stammfunktion durch den Ausdruck. F von x ist das Integral von x0 nach x über f. Und das hier ist immer ein x0, x ist immer ein abgeschlossenes Intervall, welches in i drin liegt, nach Definition und nach Konstruktion. Und wir wissen, dass f eine Funktion, eine stetige Funktion f auf einem abgeschlossenen Intervall, also auf dem Intervall x0, x beispielsweise, Riemann integrierbar ist, und deshalb ist dieser Ausdruck immer definiert. Und die Aussage des Satzes ist, dass diese Funktion, die hier definiert wird, das ist eine Stammfunktion von f. Okay, kommen wir zum Beweis der ersten Aussage. Wir möchten zeigen, dass fb minus fa das gleiche ist wie das Integral von ab über f. Wie machen wir das? Nun, wir verwenden die Approximation des Integrals über eine Riemann-Summe. Und dazu schauen wir uns die Differenz fb minus fa an. Wir wählen uns eine Zerlegung des Intervalls und schreiben dann diese Differenz als Teleskopsumme auf. So etwas Ähnliches hatten wir ja gerade schon gesehen. Jetzt können wir hier uns diese Differenzen ansehen. Und wir wissen ja, dass dieses f differenzierbar ist. Und so können wir den Mittelwertsatz anwenden, der uns sagt, wenn wir diesen Ausdruck hier durch tk minus tk minus 1 teilen, dann ist es gerade die Ableitung an der Zwischenstelle. Und das verwenden wir hier auch. Und diese Zwischenstellen liegen halt in diesen Intervallen drin. Und jetzt kann man verwenden, dass das, was hier steht, ja nichts anderes ist als f, weil f ja ein Groß-F ja eine Stammfunktion ist von klein f. Und dann kommt man an diese Stelle hier. Und man hat eine Identität von links nach rechts für geeignete Zwischenstellen. Und jetzt wissen wir aber aufgrund von Lemma 420, dass wir, wenn wir uns ein beliebiges Epsilon vorgeben, in der Zerlegung Z finden können, sodass für beliebige Zwischenstellen dann diese Summe den Abstand zum Integral hat, der kleiner ist als Epsilon. Und wenn wir jetzt für diese Zerlegung Z genau diese Rechnung durchführen, dann sehen wir, dass diese Differenz kleiner als Epsilon ist. Und weil das, was hier steht, nichts anderes ist als fb minus fa und wir Epsilon beliebig klein wählen können, haben wir dann diese Identität hier bewiesen. Okay, kommen wir zum zweiten Satz. Was wollen wir zeigen? Wir haben dort uns diese Funktion angesehen, Groß F definiert als Integral von x0 nach x über f. Und wir möchten zeigen, dass diese Funktion differenzierbar ist und in den beliebigen Punkt x und insbesondere f' von x gerade f von x ist. Und bei diesem zweiten Satz haben wir angenommen, dass f eben stetig ist. Also das heißt, wenn wir zeigen können, dass f' von x gleich fx ist, dann haben wir auch gezeigt, dass die Stammfunktion sogar stetig differenzierbar ist in diesem Fall. Ja, wie geht man hier vor? Also wir haben hier unser Intervall i. Könnte so aussehen, es könnte aber auch unbeschränkt sein. Und wir möchten die Differenzierbarkeit von f an dem Punkt x uns ansehen. Und was wir jetzt machen werden, ist uns ein abgeschlossenes Intervall suchen, das wir j nennen, das in i drin liegt. Und x enthält. Nicht nur abgeschlossen soll das Intervall sein, sondern auch kompakt, also beschränkt zusätzlich. In i enthalten und es soll eben den Punkt x enthalten. Deshalb korrigiere ich hier den Tippfehler. So, jetzt ist f stetig und wenn wir es auf ein kompaktes Intervall einschränken, also auf j, ist es eben gleichmäßig stetig auf j.
Und dann können wir die Definition der Gleichstetigkeit benutzen. Für jedes Epsilon finden wir ein Delta, sodass wenn zwei Punkte in J, die einen Abstand kleiner als Delta haben, betrachten, dann sind die Funktionswerte davon nur um Epsilon voneinander entfernt. Das ist die gleichmäßige Stetigkeit. Und jetzt schauen wir uns so einen Differenzenquotienten an, wobei sowohl x plus h und x eben in J liegen. Und wir möchten noch, dass h betragsmäßig kleiner als Delta ist, sodass x plus h und x einen Abstand haben, der kleiner als Delta ist und wir diese gleichmäßige Stetigkeit verwenden können. Okay, aber wir fangen mal mit diesem Differenzenquotienten minus f von x an. Und zunächst einmal kann man sich nochmal angucken, was hier steht. Nach Definition von f steht hier auf der linken Seite das Integral von x0 zu x plus h, 1 durch h, f minus 1 durch h, das Integral von x0 zu x über f. Und jetzt hatten wir einen Satz, der ja sagte, dass wenn wir Integral ausrechnen, über ein Intervall ausrechnen möchten, dann können wir das Integral zerlegen in Teilintervalle. Zum Beispiel könnten wir dieses Integral zerlegen in 1 durch h x0 nach x über f plus 1 durch h x bis x plus h über f. Und dann sieht man, dass dieser erste Teil bei der Differenzbildung eben wegfällt und übrig bleibt das, was hier steht. Und das ist genau hier passiert. Okay, und dafür müssen wir f von x abziehen. Jetzt passiert hier was anderes noch. Wir ziehen jetzt dieses minus fx in das Integral rein. Also das hier ziehen wir jetzt hier mit rein. Und die Behauptung ist, dass sich dabei nichts ändert. Und der Grund ist, dass wenn wir hier das hier reinziehen, da wir über y integrieren, ist das sowas wie eine Konstante für das Integral. Und was dann rauskommt, ist die Konstante mal die Intervalllänge. Aber die Intervalllänge ist gerade h und wir teilen durch h. Das heißt, da kommt dann einfach die Konstante raus. Und das heißt, wenn ich das hier reinziehe, ändere ich hier diese Differenz nicht. Und das ist also hier passiert. Kein Konstanten in ein Integralmittelwert eben reinziehen. Und das nächste, was man macht, ist die Dreiecksungleichung verwenden fürs Riemann-Integral. Dann kann ich die Beträge jetzt ins Integral reinziehen und kriege eine Abschätzung nach oben. Jetzt verwende ich das für alle y in dem Intervall x plus h. Der Abstand zu x kleiner ist als Delta, weil mein Betrag h eben kleiner als Delta ist. Und das heißt, ich kann hier die gleichmäßige Stetigkeit verwenden, die mir sagt, die Differenz der Funktionswerte ist kleiner als Epsilon. Das ist hier passiert und dann kommen wir mit einem Epsilon hier an. Und wir haben gezeigt, dass dieser Differenzenquotient Epsilon entfernt ist zu f. Und weil Epsilon in dem Argument beliebig war, können wir zum Grenzwert h gegen 0 tatsächlich übergehen und stellen fest, der Grenzwert ist f. Und damit haben wir gezeigt, dass f' von x gleich f von x ist. Okay, wir möchten dieses Lernvideo abschließen mit zwei Kommentaren zu den Stammfunktionen. Und das Erste, was man sich merken muss, ist, dass nicht jede Riemann-integrierbare Funktion eine Stammfunktion besitzt. Wir haben gerade gesehen, jede stetige Funktion auf einem Intervall besitzt eine Stammfunktion, aber es gibt Riemann-integrierbare Funktionen, die keine Stammfunktion besitzen. Und hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Das ist eine Funktion, die ist auf minus 1, 1 definiert und springt bei der 0 von 1 nach 2. Sieht also so aus. Ja, und die Behauptung ist, dass diese Funktion keine Stammfunktion besitzt. Und wie man das sieht, ist folgendermaßen. Wir nehmen mal an, f ist eine Stammfunktion von klein f. Dann ist muss ja differenzierbar sein, also muss groß f stetig sein. Und es muss ja f' gleich f gelten für alle x und insbesondere auch für alle x, die ungleich 0 sind. Das heißt, in diesem Bereich und in diesem Bereich suchen wir eine Funktion, deren Ableitung konstant ist
Und das sind aber gerade die linearen Funktionen, die affinen Funktionen. Und diese Funktionen haben jetzt im linken Bereich genau diese Form, x plus c. Diese Funktionen haben Ableitung 1, c kann ich beliebig wählen. Und im rechten Bereich, für x größer 0, haben genau diese Funktionen Ableitung 2, wobei man die Konstante auch beliebig wählen kann. Aber aufgrund der Stetigkeit im Punkt 0 muss diese Konstante und diese Konstante identisch sein. Deshalb steht hier das gleiche c. Und das heißt, wenn Groß F eine Stammfunktion von Klein F ist, dann muss Groß F diese Form haben. Aber diese Funktion ist eben nicht differenzierbar im Punkt 0. Und damit kann das keine Stammfunktion sein, weil es eben nicht differenzierbar ist in einem Punkt. Ja, und ein letzter Punkt ist, dass es Funktionen gibt, die eine Stammfunktion besitzen, die aber nicht Riemann integrierbar sind. Das ist auch noch etwas. Also in der Schule hantiert man ja oft mit diesen Stammfunktionen, um Integrale auszurechnen. Und dann denkt man sich, wenn die Funktion eine Stammfunktion hat, dann ist sie auch immer integrierbar, aber das ist eben nicht so. Und hier hat man ein Beispiel. F sei so definiert. Man kann nachweisen, dass diese Funktion f auf 0, 1 differenzierbar ist. Aber wenn ich die Ableitung davon ausrechne, dann kriegt man eine Funktion, die nicht Riemann integrierbar ist. Und das können Sie in der Übung nachweisen. Und mit diesen zwei Bemerkungen bin ich am Ende dieses Lernvideos.